Hallo und willkommen zum Workshop Hotlick, Ausgabe 421 des Acoustic Player. Unser Hotlick stammt diesmal vom Singer-Songwriter Harry Chapin und zwar vom Intro seines Songs Cats in the Cradle. Es geht um ein Stückchen Fingerpicking und das gehen wir jetzt mal zusammen Ton für Ton durch. Ich zeige es euch so, wie es notiert ist in A. Im Original wird das Ganze fast mit einem mandolinenartigen Sound gespielt, indem man den Capo in den achten Bund setzt. Aber wir schauen es uns erstmal ohne Capo an. Der Akkord, den wir über lange Strecken brauchen, ist ein A, gespielt als A sus 2. Also ihr lasst einfach beim A den vierten Finger erstmal weg. So, dann brauchen wir einen Wechselbass. Der wird zwar nicht konsequent durchgehalten, ist aber trotzdem die rhythmische Basis von dieser ganzen Sache. Schauen wir uns mal den ersten Takt an. Das ist fast schon so ein modifiziertes Fork-Picking-Pattern. Ich spiele das am liebsten mit der Dreifingertechnik, also nicht nur Daumen plus Zeige plus Mittelfinger, sondern ich nehme den Ringfinger meistens auch auf der hohen E-Seite dazu. Schaut es euch nochmal an. Zweiter Takt beginnt mit einem Pull-Off auf der hohen E-Seite plus Mittelfinger, Zeigefinger. Kommt der dritte Bund H-Seite, gegriffen mit dem vierten Finger und wieder Daumen, Zeigefinger hintenher aus dem Pattern. Also der Takt ganz langsam. So, der nächste Takt ist verlängert vom Vierviertel zum Sechsviertel. Es beginnt mit leerer A-Seite, dann kommt ein Fingerstrum. Den kann man mit dem Zeigefinger machen, und zwar mit dem Fingernagel, also mit der Fingernageloberseite sozusagen des Mittelfingers. Oder wenn euch das besser liegt, das gleiche mit dem Zeigefinger ist auch möglich. Wichtig, dieser Schlag darf nicht deutlich zu laut sein. Das ist bei so einem Strumming-Anschlag passiert es sehr schnell. Wir treffen ja mehrere Saiten, außerdem ist es eine relativ schnelle, impulshafte Bewegung und da kann es schon mal passieren, dass das in der Lautstärke ein bisschen überschießt, also sehr vorsichtig und feinsinnig an dieser Stelle spielen. Würde ich erstmal so üben. Dabei rauskriegen, ob sich's besser anfühlt oder vielleicht sogar besser klingt, je nachdem, ob man das mit Mittel- oder Zeigefinger macht. Dann kommt das Picking-Pattern, also Bassseite, Fingerstrum, Rest vom Picking-Pattern. Und jetzt kommt die Verlängerung. Wir greifen G-Dur nur mit dem tiefen G und spielen. Also Daumen plus Zeigefinger. Dann geht der Daumen im Wechselbass auf die leere D-Seite und mit dem Mittelfinger spielen wir die leere H-Seite dazu. Okay, zweite Zeile. Nächster Takt ist einfach nur der A-Takt. So, Fingerstrum. Ihr entweder den Mittelfinger hier nehmen auf der leeren H-Seite oder auch ganz normal den Zeigefinger auf der G-Seite. Dann kommt ein Lauf, der geht so. Beginnt mit einem Pull-Off. Dann leere D-Seite. Entschuldigung, wieder das C auf der A-Seite, dritter Bund und leere A-Seite mit Fingerstrum. Das spiele ich mal im Zusammenhang. Ich spiele das am liebsten so, Anschlag Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger, Daumen, Daumen.
So, im nächsten Takt, leere A-Seite, Fingerstrum, dann G, H als Einzeltöne, kann man jeweils mit dem Daumen anschlagen und wieder Pattern auf A. So, jetzt kommt die letzte Zeile. Das ist eigentlich schon quasi die Begleitung, wie es im Vers dann weitergeht. Wir haben ein Fork-Picking-Pattern mit dem Fingerstrum auf Zählzeit 2. Das klingt so. Und das geht durch die Akkordfolge. A, entweder A-Dur oder A-Sus 2. Dann C, D und wieder A. Langsam gespielt klingt das so. Bisschen schneller. Okay, jetzt spielen wir das Ganze mal am Stück. Ihr müsst wahrscheinlich noch ein bisschen üben, ging mir genauso. Also hört es euch erstmal an. Dann macht ihr eine kurze Pause hier im Video, legt für euch mal eine Übesession ein und übt das so, wie ich es euch gezeigt habe. Takt für Takt und wirklich auch die schwierigen Stellen ein paar Mal hintereinander üben, dass das Ganze so wirklich in die Finger geht und dann mit einer gewissen Flüssigkeit auch wieder spielbar ist. Wenn es am Anfang im Originaltempo noch nicht klappt, kein Problem. Ganz langsam dann allmählich schneller werden und am besten auch mit Metronom üben. Hören wir es uns nochmal ganz langsam an. Ein super Song-Intro, oder was heißt eigentlich? Es ist ein super Song-Intro, deshalb ist es auch ein ganz beliebtes Stückchen Musik, so für den Fingerpicking-Stil, mit ein paar Besonderheiten wie diesem eingebauten Lauf oder dem Fingerstrumming. Jetzt könnt ihr das Ganze nochmal im Originaltempo hören.